Corona nachgehakt. Was wir bisher wissen. Unser Thema heute: gibt es Alternativen zu einem weiteren, zu einem eventuell sogar verschärften Lockdown? Und dazu begrüße ich Professor Detlef Krüger. Er war 27 Jahre lang Leiter der Virologie hier an der Charité in Berlin, also der Vorgänger von Christian Drosten. Herzlich willkommen bei Corona nachgehakt. Hallo. Ja, Sie blicken mit jahrzehntelanger Erfahrung auf diese Pandemie. Wie beurteilen Sie denn unsere Situation? Na, einmal freue ich mich natürlich, dass die Infektionszahlen runtergehen. Bei uns, aber auch in anderen europäischen Ländern. Das ist eine große Freude. Das zweite Problem ist natürlich, und das treibt uns ja alle um, wie verhindert man die Ausbreitung, die Weitergabe des Virus? Und ich sage da immer, man, am liebsten würde man alle Menschen in ein Ganzkörperkondom stecken und dann würde man keinen Austausch von Aerosolen mehr haben und es wäre alles gelöst. Aber so kann man natürlich nicht vorgehen in einer Gesellschaft. Und ich glaube, die zentrale Frage ist, was sind die sinnvollen Maßnahmen? Ich glaube, das fragen Sie ja auch. Was sind die sinnvollen Maßnahmen und gibt es Evidenzen für die einzelnen Maßnahmen, die man ergreifen kann? Schauen wir es mal genauer an. Der derzeitige Lockdown geht bis zum 14. Februar. Was geben denn die Zahlen her? Können wir lockern oder müssen wir gar noch verschärfen? Also für verschärfen bin ich nie. Ich denke, dass man jetzt das, was man auch der Bevölkerung versprochen hat, nämlich einen schrittweisen Ausstieg, auch wirklich umsetzen sollte. Man sollte vor allen Dingen dort mit den Gruppen anfangen, die eigentlich nach allem, was wir wissen, am wenigsten die Treiber der Pandemie sind, nämlich und die gleichzeitig auch eine Gruppe sind, die wenig Lobby haben, nämlich mit den Kindern in den Schulen, in den Kitas. Also Schulen öffnen, auch wenn eventuell die Inzidenz 50 noch gar nicht erreicht ist? Also die Inzidenz 50 ist natürlich so ein Problem, die ist ja ein rein künstlicher Wert. Die ist ja irgendwann mal politisch festgelegt worden. Ich weiß nicht, ob man die in einem Winterhalbjahr erreichen kann. Ich bin persönlich auch nicht der Meinung, dass nun diese Infektionszahlen, die wir nun täglich hören, wo also die positiv getestet sind, dann aufgelistet sind, dass die wirklich das entscheidende Kriterium sind, sondern das entscheidende Kriterium ist für mich die Belastung und die Überlastung unseres Gesundheitssystems. Also wenn man in die Kliniken schaut, in die Intensivstationen schaut, wie dort die Mitarbeiter am Ende ihrer Kräfte arbeiten, dann ist das für mich das Kriterium. Wenn das zu viel wird, muss man gegensteuern. Sie haben ja offensichtlich eine etwas kritische Haltung den Lockdowns gegenüber. Wie sieht denn Ihre Bilanz zwischen Nutzen und Kollateralschaden eines Lockdowns, wie wir ihn jetzt gerade haben, aus? Das ist genau die richtige Frage, die Sie stellen. Denn man muss natürlich irgendwie eine Güterabwägung treffen. Wir wollen in dieser Gesellschaft möglichst wenig Schaden durch die Pandemie haben, natürlich. Aber wir wollen natürlich auch möglichst wenig Schaden durch die die Anti-Corona-Maßnahmen haben. Und dieses muss man abwägen. Das ist eine schwierige Sache. Dazu braucht man auch viel mehr Wissen um die Kollateralschäden. Das hätte man meines Erachtens auch schon während des ersten Lockdowns oder nach dem ersten Lockdown besser bilanzieren können und auswerten können. Ich hoffe, das ist geschehen. Ich weiß es nur nicht. Weil natürlich wir, oder ich zumindest nicht möchte, dass die Kollateralschäden die Schäden überwiegen, die durch die Infektion passieren. Befürchten Sie denn, dass die Schäden größer sind als der Nutzen? Ich kann darüber nur spekulieren. Ich befürchte es ja, aber man brauchte natürlich da klare Zahlen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man politische Entscheidungen trifft, dass man wirklich diese Dinge miteinander vergleicht auf der Grundlage valider Daten. Jetzt gibt es ja Kollegen von Ihnen, Virologen, die fordern im Gegenteil noch viel weiter zu gehen. Die sagen No Covid oder Zero Covid, also Lockdown, bis wir in der Nähe der Null zumindest sind. Ja. Was halten Sie davon? Naja, das ist natürlich erstmal völlig korrekt, dass es in der Wissenschaft unterschiedliche Meinungen gibt. Ich persönlich halte es für unrealistisch. Das Virus wird sich nicht durch immer schärfere Maßnahmen vorschreiben lassen, wie es sich verbreitet. Und gleichzeitig befürchte ich natürlich noch mehr, was wir Kollateralschäden nennen.
ich denke, dass es einen vernünftigen Weg geben muss des Lebens mit dem Virus. Natürlich ist aller unserer Hoffnung die Impfung. Aber es ist natürlich auch möglich, dass im Prinzip die Gruppen mehr durchseucht, dass wir es gestatten, dass die Gruppen mehr durchseucht werden, die erwiesenermaßen nicht oder nur leicht erkranken. Und wir unser Hauptaugenmerk auf die sogenannten vulnerablen Gruppen richten und die zu schützen. Ja. Jetzt haben wir ja nach wie vor erschreckend viele Todesfälle, fast 1000 pro Tag. Gibt es denn überhaupt eine sinnvolle, eine realistische Alternative zu einem Lockdown, wie wir ihn derzeit praktizieren? Also die Toten sind ja in der Regel die Alten. Nicht? Der Median der Toten ist das Alter von 84 Jahren, also höher als die durchschnittliche Lebenserwartung. Man muss sich also überlegen, wie kann ich die Alten und die Vorerkrankten, also das, was wir Vulnerable nennen, wie kann ich die gezielt schützen? Und darüber gibt es eine große Diskussion. Es gibt Kollegen, die sagen, ja, wir müssen hauptsächlich die Vulnerablen schützen und wir müssen sonst die Gesellschaft möglichst öffnen. Und es gibt andere, die sagen, nein, wir müssen unbedingt alles quasi weiter im Lockdown halten. Ich würde eher den Lockdown an den Stellen, die ich nicht für so entscheidend halte, für das Pandemiegeschehen oder bei uns im Land ist es ja ein Epidemiegeschehen, Pandemie heißt weltweit, dort würde ich lockern und ich würde gleichzeitig alles tun, um im Prinzip die Altenheime, die Pflegeheime zu schützen oder nach dem Tübinger Modell auch die nicht in Heimen lebenden Alten durch besondere Maßnahmen zu schützen. Das sind zum Beispiel Taxigutscheine, spezielle Einkaufszeiten in den Supermärkten für Alte und testen. Ja. Können wir an einer Stelle ganz genau hinschauen? Die Hälfte der Toten in manchen Bundesländern, sogar 3/4 aller Todesfälle, ereignen sich in Altenheimen. Kann man Altenheime realistisch schützen, ohne die Menschen einzusperren wie im Gefängnis? Ja, also das will ich natürlich nicht, die einsperren im Gefängnis, sondern man braucht intelligente Hygienevorschriften für das Heim und die müssen auch nicht von oben kommen, sondern die müssen auch im Heim selbst erarbeitet werden aufgrund der räumlichen, personellen Gegebenheiten. Wenn ich gleich mit den personellen Gegebenheiten anfange, es ist die Voraussetzung für ein intelligentes Hygieneregime, dass man genug Personal hat, die auch Zeit haben für diese Dinge. Es nützt nichts, da gehetztes Personal, was auch vielleicht gar nicht qualifiziert ist für diese Dinge und keine Zeit hat einzusetzen, sondern das muss eine Lehre sein. Sie werden wahrscheinlich gleich sagen wollen, naja, das können wir jetzt im Moment ja nicht bessern. Das muss aber eine Lehre sein aus diesen Pandemie-Erfahrungen für die Zukunft. Krankenpflege, Altenpflege müssen besser honoriert werden, müssen besser anerkannt werden. Das ist also das Generelle, was ich sagen wollte. Also das halten wir fest für die Zukunft. Ja, glaube, aber weil die Kanzlerin, die muss ja jetzt handeln. Ja, sie muss jetzt handeln. Sie kann jetzt nicht Hunderttausende von Altenpfleger zaubern. Was kann man jetzt machen, um jetzt Alten- und Pflegeheime zu schützen? Ja, dennoch bestehe ich darauf, quasi fürs Protokoll zu sagen, dass die Wertschätzung medizinischer und Pflegeberufe höher werden muss. Und nicht nur mit Worten, sondern auch durch Taten. Konkret kann man natürlich ein Testsystem errichten, dass, wenn man sehr gute Schnelltests hat, die man quasi Besuchern und auch dem Pflegepersonal, die ja auch das Heim verlassen, immer wieder und auch den Patienten, quasi, dass man die testet. Dazu muss man auch bauliche, nicht nur gute Tests und das Personal, was das betreiben kann, haben, sondern man muss auch bauliche Voraussetzungen sehen, je nach Heim, wie das im Einzelnen ist, dass man also quasi schon eine Besucherschleuse hat, dass man die Besucher auch warten lassen kann, bis das Testergebnis vorliegt, dass man dann ein intelligentes Wegesystem hat, dass man Gruppen bildet von Patienten und Personal, die miteinander nicht vermischt werden. Man kann eine Reihe von Überlegungen anstellen, wie man das tun kann. Mhm.
Lassen Sie uns noch auf etwas anderes blicken. Die Kanzlerin und diverse Ministerpräsidenten sagen, ja, wir sehen die sinkenden Infektionszahlen, aber jetzt bedroht uns die britische, die südafrikanische Mutation. Also können wir wahrscheinlich trotzdem nicht lockern, auch wenn die Zahlen zurückgehen. Ist das aus Ihrer Sicht plausibel? Also Mutationen sind erstmal was ganz Natürliches bei Viren. Die Viren vermehren sich. Sie haben dabei auch bei der Vermehrung Fehler in ihrem, wie das genetische Material dann zusammengesetzt wird. Und dadurch treten immer Mutationen auf. Und wenn wir ja eigentlich der Meinung, alle der Meinung sind, dass es ein tierisches Virus ist, was zu Menschen übergegangen ist, wird sich das Virus auch an den Menschen noch weiter adaptieren. Insofern ist also die Mutation an sich erstmal ganz was Normales und kein Alarmsignal. Die Überlegung ist, wie können sich die Mutationen auswirken? Einmal können dadurch die Viren übertragbarer werden. Zweitens können sie virulenter werden, also eine höhere Gefährdungspotenzial beim Infizierten haben. Und das Dritte ist, wie weit kann dadurch auch eine Immunität durch Impfstoffe unterlaufen werden? Und was wissen wir jetzt? Also ist die Übertragungsrate höher? Sind die Viren tödlicher? Also was die Pathogenität oder Virulenz, die Tödlichkeit anbelangt, so gibt es dafür keine belastbaren Daten nach meiner Kenntnis. Das Einzige, wo mehr Daten schon gesammelt sind, weil auch diese Mutante schon länger bekannt ist, ist bei der englischen Mutante, dass hier durch bestimmte epidemiologische Hochrechnungen, aber auch durch Untersuchungen der Zellkultur nahegelegt wurde, dass das Virus sich eventuell etwas schneller vermehren kann. Das ist, muss man beobachten. Ich sehe aber nicht daraus, dass daraus nun die Konsequenz sein muss, dass hier nun weitere noch verschärfte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Diese Mutanten, gerade diese sogenannte englische Mutante, bereitet sich ja gegenwärtig in Großbritannien und Irland aus. Das wird ja immer als Alarmsignal gesehen. Sie ist auch einzeln in Deutschland schon. Aber das Alarmsignal in Großbritannien und Irland, weiß ich nicht. Ich sehe es ja immer ein bisschen optimistischer vielleicht. Ich schaue auf die Zahlen, die Infektionszahlen des Monats Januar und sehe, dass sowohl in Großbritannien als auch in Irland trotz Ausbreitung dieser Mutante die Zahlen massiv zurückgegangen sind. In Irland so etwa auf ein Sechstel und in Großbritannien im Laufe des Monats bis jetzt Anfang Februar auf ein Drittel oder so. Und das stimmt mich eigentlich sehr optimistisch. Letztendlich sind wir aber immer wieder an dem Punkt, die einzige Lösung für dieses Problem besteht in den Impfstoffen. Wir haben inzwischen in der EU schon 3 zugelassene Impfstoffe. Halten Sie es für realistisch zu sagen, bis im Sommer schaffen wir es, die Masse der Bevölkerung zu impfen und haben damit eine Herdenimmunität erreicht? Ja, also das Problem wird erst enden und das Virus wird zu einem normalen zirkulierenden Virus werden, wie viele andere, mit denen wir ja schon immer leben, wenn entweder die Bevölkerung durchimmunisiert ist durch die natürliche Infektion oder durch die Impfung. Dass diese Impfstoffe in so kurzer Zeit entwickelt wurden, ist meines Erachtens ein Riesenerfolg der Wissenschaft, der Firmen und auch alle, die diese Firmen unterstützt haben. Das ist noch nie so schnell gegangen, dass ein wirksamer oder wirksame, mehrere wirksame Impfstoffe entwickelt worden sind. Und ich denke, dass neben den 2 oder jetzt dann 3 zugelassenen Impfstoffen ja viele andere dazukommen werden. Es sind so ungefähr 250 zurzeit in der Entwicklung, in der Pipeline quasi. Es wird also sicherlich sogar vielleicht noch wirksamere geben in Zukunft. Wir wissen ja auch noch relativ wenig über die Dauer des Schutzes, wie lange hält also die Immunität an. Wir wissen auch noch relativ wenig darüber, wenn die Impflinge quasi geschützt sind gegen die Erkrankung, wie weit sind, können sie aber dennoch infektiös sein. Viele andere
andere Dinge sind noch ungeklärt. Auch wird es sicher Impfstoffe geben, die besser quasi handhabbar sind, dass sie nicht Tiefkühlketten brauchen, sondern stabiler sind. Hier ist vieles im Fluss und ich habe riesige Hoffnung darauf, auf diese Entwicklung. Und ich kann Ihnen natürlich zu den 6 Monaten überhaupt nichts sagen, weil wir sehen ja gerade, wie das ist mit der Verteilung der Impfstoffe. Das war Corona nachgehakt. Heute mit Professor Detlef Kröger. Herzlichen Dank an Sie und an Sie zu Hause. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.